sogenannten Shootouts. Aus 10 macht 3 und es gab zwei faustdicke Überraschungen. Zwei Amerikaner mit hier dabei, Jay Häkkinen und Lenny Barnes, dazu Michael Greiss, die Rumänin Eva Tovalvi und beide Titelverteidiger aus dem vergangenen Jahr, Andrei Deresemlja und Oksana Krostenko hier vorne im Bild. Und die beginnen sehr, sehr schnell. Es wird immer gewechselt, liegend Anschlag, stehend Anschlag. Das Gewehr muss zwischenzeitlich immer wieder auf die Schulter genommen werden. Und das ist Michael Greiss, der hat sensationell schnell geschossen. Vorhin ganz knapp nur geschlagen bei den Männern von Jay Häkkinen. Und das waren die beiden Sensationen, die Amerikaner. Aber schauen Sie sich das an hier, Deresemlja. Super schnell, wie schon im letzten Jahr. Jetzt nochmal liegend. 5 Schüsse, wenn man nicht getroffen hat, darf man nachladen. Dann geht es wieder in die stehende Position. Die Rumänin Eva Tovalvi hängt jetzt ein bisschen zurück. Hier unten, die beiden liegen in Führung. Krostenko und Deresemlja, die beiden aus der Ukraine, die letzten Sieger des vergangenen Jahres, und sie ist hier eine absolute Schnellschützin. Sowas hat Schalke noch nicht gesehen, wie die beiden im letzten Jahr geschossen haben. Aber Michael Greiss, der präsentiert sich hier richtig gut. Der zeigt 50.000, genau das Publikum für ihn. In Führung hier unten, Krostenko. Das ist grandios, das ist klasse und sie gewinnt, sie zeigt es hier den Männern. Siegerin des Shootouts, Oksana Krostenko vor Michael Greiss. Und jetzt ist auch Andrei Deresemlja fertig, also die beiden. Und sie zieht nach, Martina Beck. Die Rollen. Und wieder das Duell. Unglaublicher Rhythmus, unglaublich schnell, wie Oksana Krostenko hier die 5 Scheiben umgelegt hat. Und Martina Beck wieder in die Strafrunde für Katrin Hitzer und Michael Greiss. Und hier haben sie die Flachatmung von Oksana Krostenko im Rhythmus zum Schießen. Analog, ein Schuss, eine Atmung, ein Schuss, eine Atmung. Und das in sehr, sehr schnellem Wechsel. Und noch dazu sehr treffsicher. Gruppe mit dabei. Und sie liegt schon wieder bereit. Oksana Krostenko. Da ist, meine ich, der erste Fehler überhaupt für sie. Und Christoph Sumann im Zwiegespräch, da wird mächtig geflaxt bei all der Anspannung, die hier herrscht. Hat die Frau Nerven? Sagenhaft.